Hallo, guten Tag. Hallo. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Also erstmal, ich bin der Dr. Nenuk. Es ist wichtig, dass Sie wissen, alles, was Sie hier erzählen, bleibt in diesem Raum. Also Sie können ruhig offen reden, sagen Sie alles, was Sie möchten. Und sprechen Sie ein bisschen über Ihr Problem. Dann fangen wir doch einfach mit Ihnen an. Ich bin der Florenz, ich arbeite in einem Altersheim und habe durch Überforderung an meinem Arbeitsplatz ein Aggressionsproblem entwickelt. Ja, also ich bin die Mette und mein Lebensgefährte hat mich hier hingeschickt, weil er denkt, dass ich depressiv bin. Ich bin Sarah und ich habe ein Alkoholproblem. Sag mal, willst du mir nicht mal helfen? Nee, kein Bock. Wie kein Bock? Du bist mir viel zu schnell. Wie, ich bin dir viel zu schnell? Man muss arbeiten und ich muss immer alles alleine machen. Ey, was ist eigentlich dein Problem mit mir? Du bist ein Problem. Stopp. Was ist denn hier los? Warum schreit ihr so rum? Was willst du denn jetzt? Ich will nur, dass ihr nicht rumschreit und dass ihr arbeitet. Sie arbeitet nicht. Du arbeitest doch gerade selber nicht. Stopp und jetzt hier gar nicht handgreiflich werden, ja? Geh mal arbeiten, was machst du hier? Oder trinken, was du eh immer machst. Was soll das denn jetzt? Und was ist jetzt mit dir? Nein. Ach, dann geh ich zum Chef. Ja, also ich heiße Timo, ich bin Pfleger in einem Altenheim und bin knapp bei Kasse. Ja, hallo? Ja, hallo Timo. Ja, Frau Schlieber, was kann ich denn für Sie tun? Ja, es geht um Ihre Miete. Ja, dann kommen Sie mal lieber rein. Um was geht's denn genau? Ja, also langsam ist Ihre Miete echt überfällig. Ja, also ich... Ja, hallo, Timo. Hallo. Also, du schuldest mir schon seit echt langer Zeit Geld und ich bräuchte es langsam echt mal wieder. Ich bin selber drauf angewiesen. Es wird selber knapp bei mir. Ja, dann komm mal rein, dann erkläre ich dir mal meine Situation. Also es ist so, ich habe eine neue Stelle als Altenpfleger in Altenheim bekommen und ich wusste halt nicht, dass das nicht gut bezahlt wird. Und dann bin ich halt im Monat knapp bei Kasse, kann meine Schulden, also die Miete nicht bezahlen, die Schulden bei Ihnen nicht begleichen und das tut mir auch total leid, aber ich habe im Moment nicht das nötige Geld dafür. Schön, dass ihr heute alle wiedergekommen seid. Heute sprechen wir über eure Symptomatik. Fangen wir doch erstmal mit dir an. Wie war denn deine Woche? Also, meine Woche war nicht sehr gut. Heute Morgen, als ich einer Patientin die Tabletten gegeben hat, hat sie sich wahnsinnig verschluckt, dass sie keine Luft mehr bekommen hat. Und ich war total überfordert mit der Situation. Ich war sehr übermüdet. Ich war schon 20 Stunden im Dienst. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Musste dann von einer Station Hilfe holen. Später an dem Tag hat mich meine Chefin dann auch noch in ihr Büro bestellt. Ach, da sind Sie ja. Ich habe gehört, es gab Komplikationen mit einer Patientin. Ja, also Sie sind ausgebildete Pflegerin. Sie sollten sowas auf die Kette kriegen. Aber ich war in der Situation so überfordert und ich konnte gar keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und ich denke, ich brauche Urlaub. Wir haben keine Zeit für Urlaub. Glauben Sie mir, wenn ich Pflegerin herbeizaubern könnte, hätte ich das schon längst gemacht. Dankeschön. Ja, also meine Woche war eigentlich ganz schön. Ich hatte eine schöne Zeit mit einer Bewohnerin, die ich betreut habe. Das ist jetzt mein Strickjärn, das ist meine Stricknadel. Ja. Es gibt zwar auch Sachen, die man auf anderen Nadeln strickt, aber und so habe ich stricken gelernt. Und was stricken wir jetzt? Einen Schal. Okay. Hallo? Hallo, ich bin's. Wer? Lara, hast du mich etwa schon vergessen? Nee, sorry, aber ich bin so übermüdet.
Also ich wollte dich auf jeden Fall fragen, ob du vielleicht Lust hast, dich gleich mit mir und ein paar Freunden zu treffen. Ich hatte so einen beschissenen Tag. Ich glaube, heute wird das nichts mehr. Ja, du hast nie Zeit. Du kannst nicht immer sagen, dass du keine Zeit hast. Du musst dich auch mal um deine Freunde kümmern. Ich bin so überfordert gerade mit meiner Arbeit. Das interessiert mich nicht. Jeder hat mal Probleme und muss auch zusehen, wer damit alleine fertig wird. Hast du vielleicht noch Zeit, dass ich dir erzähle, was heute so passiert ist? Also das wird mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Tschüss. Also, mir fällt das sehr schwer, euch das zu erzählen. Ich habe letztes Wochenende mit dem Gedanken gespielt, mein Leben zu beenden. Oh mein Gott, warum das denn? Ich hatte das Gefühl, meine Freunde stehen nicht mehr hinter mir. Meine Freunde können mich nicht mehr unterstützen. Ich hatte das Gefühl, ich bin es nicht mehr wert zu leben. Ich bin aber sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe, vor allem weil ich an die ganzen schönen Momente gedacht habe, die ich vor allem auch in meinem Beruf erleben konnte. Die Männer, die Väter und die Söhne sind im Krieg geblieben und die Frauen waren überwiegend alleine. Und das sagt man ja heute noch die Trümmerfrauen zu. Ja. Ja, und als der Aufbau wieder war, da war eben die Männerdomäne wieder da. Und dann hat man ganz vergessen, dass das eigentlich die Frauen alles aufgebaut haben. Aber jetzt ist Zeit, ich muss zum Mittagessen. Dann habe ich bemerkt, dass es wert ist zu leben. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung nicht getroffen habe.